Liebe Sabeckerinnen und Sabecker, ein bewegtes und ereignisreiches Jahr 2022 geht zu Ende. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat unsere Weltsicht erschüttert. Das Vertrauen auf ein friedliches Zusammenleben in Europa wurde enttäuscht. Menschen mussten aus Angst um ihr Leben ihre Heimat verlassen und haben auch bei uns in Sabeck Zuflucht gefunden. Ich möchte allen danken, die sich dafür eingesetzt haben, dass die Geflüchteten aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern der Welt bei uns gut aufgenommen werden. Sei es durch das Bereitstellen von Wohnraum, Hilfen im Alltag oder durch Spenden. Im Jahr 2022 durften wir das 900-jährige Gemeindejubiläum feiern. Die tolle Atmosphäre beim Bürgerfest wird sicherlich noch vielen in Erinnerung sein und bleiben. Mein Dank gilt allen, die zu diesem großen Erfolg beigetragen haben. Vor allem den vielen Ehrenamtlichen in Vereinen, Gruppen und Verbänden. Im neuen Jahr 2023 erwarten uns neue Herausforderungen, denen wir uns in der örtlichen Gemeinschaft stellen werden. Ich bin sehr optimistisch, dass wir mit Gemeinsinn und Zuversicht erfolgreich daran arbeiten, Sabeck noch ein Stück lebens- und liebenswerter zu gestalten. Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein gesundes und glückliches Jahr 2023.